driving perfect with yellow cap. Cruise to city and get your driver's check. Easy driving. Herzlich willkommen, liebe Automobilisten, angehende Automobilisten. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was passiert denn, wenn ich mich an der Prüfung verfahre? Der Prüfer gibt mir eine Fahranweisung und ich mache es falsch. Das heißt also, der Prüfer sagt jetzt, wir fahren in den Kreis und wir fahren die erste Ausfahrt raus. Oh Gott, jetzt habe ich mich verfahren. Und manchmal ist es nämlich so an der Prüfung, gar nichts passiert. Der Prüfer sagt gar nichts, ihr fahrt einfach weiter, ihr habt es nicht gemerkt und alles ist in Ordnung. Es kann aber auch sein, dass der Prüfer sagt, wir fahren die nächste links weiter. So, ihr seht ja, ihr fahrt jetzt rechts und dann sagt der Prüfer einfach, ja, eigentlich wollten wir links weiterfahren, aber das ist egal. Seht ihr? Das heißt also, wenn ich falsch richtig weiterfahre, ist das kein Problem. Was ich nicht machen darf, ist, der Prüfer sagt, wir fahren die nächste links und dann merke ich das und dann ziehe ich jetzt auf einmal voll nach links rüber, dass das nicht geht. Was aber durchaus vorkommen kann in so einer Panikreaktion an der Prüfung, ist logisch, dann werdet ihr natürlich durchgefallen. Also, wir merken uns, falsch fahren an der Prüfung ist nicht schlimm, solange ihr richtig falsch fahrt. Also, nochmal ein Beispiel gefällig für richtiges Falschfahren. Wir fahren in den Kreis und fahren die zweite raus. Ich fahre richtig in den Kreis. Ich fahre richtig schön in dem Kreis rum. So, jetzt fahre ich aber nicht die zweite raus, sondern ich fahre die dritte raus. Und ich lasse auch den Fußgänger rüber, seht ihr? Alles richtig gemacht. Die Prüfung geht ohne Probleme weiter. Ich hatte sogar mal eine Fahrschülerin, das ist jetzt kein Witz, die hat einfach an der Prüfung alles verkehrt gemacht. Und der Prüfer hat einfach mitgespielt. Der hat dann gesagt, wir fahren die nächste rechts. Und hat hinten immer gegrinst. Ich habe immer nach hinten geguckt, der hat gegrinst. Und wir beide wussten, sie verwechselt total rechts und links. Und bevor er da ein Theater gemacht hat, hat er einfach, wenn er nach rechts wollte, hat er nach links gesagt. Wenn er nach links wollte, hat er nach rechts gesagt. Also, alles nicht so schlimm und die Prüfung ist auch wirklich nicht so schlimm. Ihr müsst einfach schauen, dass ihr ganz normal fahrt und in diesem Sinne adios und fahrt also richtig oder fahrt falsch an der Prüfung, egal. Nur macht easy driving, perfect with yellow cap. Cruise to city and get your driver's check. Easy driving, perfect with yellow cap. Cruise to city and get your driver's check. Easy driving, perfect with yellow cap.